Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Erscheinen der Monarchen gegen Wiedergeborener Himmelsdrache. Hey, du arbeitest auch mit Tributbeschwörung, das ist doch nett. So ist das wohl. So, jetzt habe ich die alten Artworks alle hier drin. Okay, dann setzen wir ein Monster verdeckt und machen den Face. Alles klar. Aktivieren wir erstmal das törichte Begräbnis. Ganz töricht. Wegen der Schlafe der Himmelsdrache auf dem Friedhof. Da schwebt die kaiserliche Leibwache. Jetzt habe ich schon mal einen Buben. Ach ja, der Bub. Und eine Königin. Bube, greif an! Dummerweise sind es zwei Monster. Königin, greif an! Wenn ich meinen Zug. Ach ja. Set one pass, aha. Ja, so funktioniert das. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Könnte in der Linkbeschwörung gehen. Könnte aber. Ich könnte sowieso nicht vor Game gehen, also mache ich die sichere Variante. Nur mal sicher gehen. Link 3 Beschwörung. Was letzter Soldat des Chaos. Ah, der Typ. Dann gehen wir in die Battle-Phase. Alles klar. Bei der nächsten Battle-Phase darf er zweimal angreifen. Dann aktiviere ich der wiederbelebte Himmelsgott. Ah,
Wir beide ziehen, bis jeder sechs Karten auf der Hand hat. Okay, danke für die Karten. Dann aktiviere ich Hof der Karten. Aktiviere den Effekt jetzt. Verbanne drei Monster vom Friedhof und ziehe drei Karten. Und OTK dich! Oh man. Das war einfach OTK. Das war ein Himmelsdonner. Okay, dann setzen wir eine Karte verdeckt, setzen noch eine Karte verdeckt und setzen noch eine Karte verdeckt. Dammit. Er benutzt Karten. Ja. Das, so ist das eher im Kartenspiel. Dann aktiviere ich nochmal. Töricht das Begräbnis. Das kannst du aktivieren. Schickt mir das live auf der Himmelsdrachhaufen, Friedhof. Dann aktiviere ich Straße des Jokers. Werfe Straße des Jokers ab. Ah ja. Und wer ist meine Ritterin der Königin? Oh, den Ritter des Jönigs. Des Jönigs. Der Jönig. Da ist er. Und da ist auch Simbube. Dann, ja, was könnte liegen? Wenn das dieser eine Typ ist, der einmal nicht zerstört werden kann. Oh, das ist... Ah, das ist wieder ärgerlich. Das könnte es halt alles sein. Es könnte entweder der eine oder der andere sein. Einfach alles. Außer Monarch. Ich überlege gerade. Was könnte ich hier nochmal rufen? Was habe ich denn? Na, den habe ich auch noch. Aber verliert er nicht? Ja, der verliert 400. Das wird trotzdem reich. Nein, dann reicht das ja eben nicht mehr. Ach nee. Ist vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig, aber aktiviere den. Okay. Ping of the Swamp. Wird eine Fusion passieren, wie es aussieht. Dann aktiviere ich Polymisation. Oh. Ich kann nur den holen. Alles klar. Ach, ich darf ja. Ich habe Straße des Jokers aktiviert. Ich darf nur noch Lichtkrieger beschwören. Stimmt. Ja gut, aber so müsste es eigentlich auch gehen. So, Bube. Test mir mal die Verteidigung. Au. Ja. Einfach hier. Brutale Gewalt gegenüber Rittern. Es geht doch nicht. Es geht doch nie. Kannst du nicht machen. Treue bekräftigen. Das ist natürlich wiederum blöd.
Okay, ich hole mir jetzt mal den. B, holst du der? Okay. Nochmal Straße des Jokers. Hier aktivieren wir Straße des Jokers. Werfen abermals Straße des Jokers ab. Lass seinen Effekt aktiviert und wir holen uns. Das ist jetzt eine Armee. Eine Riesenarmee, ja. Wäre das denn Liefel? Kommt drauf an, was da liegt, ne? Okay, machen wir es so, wir gehen in den Angriff. Königin greift an. Es reicht nicht. Aber diesmal reicht's. Weiterer Angriff. Dann kommt der Bube. Dann nochmal der Bube. Ja. Dann der geheimnisvolle Rita Jack. Und dann aktiviere ich blitzschnelle Beschwörung. Normal beschwöre Slifer. Ja, das ist 0 ATK. Ja. Aber ich habe ja noch der wiederbelebte Himmelsgott und hole den alternativen Slifer aus dem Friedhof. Ja, genau. Und darf 6 Karten ziehen. Und dann legen wir mal los. Oh, da ist endlich mal nach. Gern geschehen. Heiliger. Im wahrsten Sinne des Wortes, es ist ein Himmelsgott. Ach du meine Güte. Eine ägyptische Götterkarte. Ja. Die ägyptische Götterspeise. Mhm. Was ist das denn immer hier mit der Hand? Ich aktiviere durch das Begräbnis. Ja, da wird wieder was begraben. Ja, der alternative Slifer. Dann beschwöre ich die kaiserliche Leibwache. Und die Königin.
natürlich. Legen wir eine Karte verdeckt. Was haben wir die hier? Ah, wie gehe ich jetzt vor? Das ist die Frage aller Fragen. Ich könnte eine Linkbeschwörung machen, aber ich weiß nicht, ob mir das überhaupt was bringt. Ich mach's einfach mal. Hippo Hoshino. Ah, ein Stern. Der einen Namen trägt. So mache ich das jetzt. Nein. Wow, Wiedergeburt. Aktivieren wir direkt mal. Holen uns die Leibwache wieder. Und ich darf den Effekt nur benutzen, wenn ich keine Monster kontrolliere. Alles klar. Ja, biete ich ihn als Tribut an. So. Gehen in die Battle-Phase. Au. Ja. Oh geil, der wird auch stärker. Dammit. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen One-Off hier die ganze Zeit auf der Starthand habe. Ach, jetzt darf ich leider nicht so viel gezogen. Wow. Top Deck. Ja, okay, das sind dann schon mal. Ja, das sind dann genug. Aber kann ich das auch machen? Ich habe keinen im Friedhof, oder? Nee, geht leider nicht. Weil dann hätte ich Liebe gehabt. Mit dem. Leg noch die Karte. Und dann legst du sie wieder auf den Friedhof. Alles klar. Aktivieren wir Harpien Flederwisch. Nee. Ha, Anordnung des Kaisers. Ich habe eine höhere Autorität.
Das ist ein Soldat. Zum Angriff. Und es triggert nicht mal seinen Effekt. Meine Güte. Er muss ranzustellen, oder? Ja. Er darf die Königin das beenden. Ja, so. So schaut's aus. Gut. Dann bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.